Natur ist nicht von vorn. Die Natur hat überhaupt keinen. Natur weiß gar nichts von sich. Die ist weder gut noch schlecht. Die ist einfach nur. Also sagst du, dass Gut und Böse eigentlich nur Ideen von uns sind und das hat mit der richtigen Welt ja gar nichts zu tun? Na klar, na klar. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, wovon ich rede. Er ist ja, Dirk Steffens ist ja derjenige, der um die Welt herumreist und all diese natürlichen Eigenschaften der Natur kennenlernt. Ich kann ja immer nur drüber. Ja, als Physiker berichten, um ein bisschen zu erklären, was dahinter stecken könnte. Aber du kriegst es ja richtig mit. Ne? Ja, und das Fühlen dieser Phänomene. Ich habe mich aber schon manchmal gefragt, der Urknall, dein Thema. Da fängst du aber ganz vorne an. Ja, aber ja. Den kannst du doch nicht fühlen. Nein, aber ich, nein, natürlich nicht. Wenn man Knall sagt, ich stelle mir ja immer so ein Bums, ja. Knall, Kavum. Das war ja damals, das war ja von, der Urknall ist ja wieder eine menschliche Erfindung, wie alle Namen natürlich, aber das hat ja jemand gesagt, der von der Vorstellung, dass das Universum einen Anfang gehabt hat, gar nichts hielt. Der Sir Fred Hoyle, der hat gesagt, ja, da gibt es jetzt so eine neue Theorie, die nennen das Big Bang. Das kann doch ein, ja. Nein, die nennen das nicht, sondern das hört sich so an wie Big Bang. Also er wollte das damit runtermachen. Runtermachen. Der selber war ein Anhänger davon, dass das Universum immer gleich bleibt, also ewig da ist und dass sogar Materie irgendwie in diesem Universum entstehen würde. Und diese keiner der Verfechter dieser Urknalltheorie hat jemals von Urknall gesprochen. Also schon gar nicht, dass was knallt, aber das ist der erste große Denker, der darüber nachgedacht hat, dass das Universum so einen Anfang haben könnte, das war ein Jesuitenpater, der Lemaître, und der nannte es ein Uratom. Also, dass es sowas gegeben haben soll am Anfang, aus dem alles entstanden ist. Aber der hat nicht von einem Knall gesprochen. Aber heute ist das doch Konsens. Das ist, heute, mal den das ist, würde ich sagen, das Arbeitspferd in der Kosmologie. Aber wenn ich jetzt über die Natur spreche, dann meine ich ja nicht die Natur, die vor 13,82 Milliarden Jahren, und zwar jetzt ungefähr genau um diese Uhrzeit entstanden ist, sondern dass das die Natur, die direkt um uns herum ist, mit der können wir ja nicht umgehen. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, nur Bio ist überhaupt, also Geobio, Erdbio ist richtig, richtig gut. Oder ja, was nicht natürlich ist, das ist nicht so. Wir sind ja nur ein Teil der Natur, aber ich will offenbar. Ich will den Urknall spüren, Harald. Du, ja, aber wenn das ich möchtest jetzt, du nicht. Das möchtest du nicht. Ich stelle mir den ja jetzt erstmal sehr heiß und sehr gewalttätig vor. Und wenn man sich auf diesem Planeten rumbewegt, dann findet man ja immer noch heiße, gewalttätige Orte. Sind die Vulkane letztendlich Überbleibsel des Urknalls? Also, dass es in der Erde so heiß ist, haben wir das von damals? Also, das ist jetzt nicht abgesprochen, also diese Frage. Nur, dass. Weil das, was du mir jetzt natürlich gibst, ist ja ein Highway. Das ist die Autobahn hin zu einer riesengroßen Erklärungsorgie, die ich dir jetzt erzählen könnte, dass die Vulkane ja auch nur sozusagen die Öffnungen sind ins Innere unseres Erdkörpers. Die Erdwärme, die da noch am Werke ist, die stammt von damals. In der Tat ist natürlich diese Restwärme, die jetzt im Erdinnern ist, die stammt erstens von radioaktiven Elementen, also der radioaktive Zerfall, der sorgt dafür, ungefähr 50%. Und der Rest ist Restwärme von dem Zusammengehen des Materials, als die Erde entstand. Dadurch, dass das zusammenklumpte, da wurde eben jede Menge, das merkt man ja, man kann ja einfach mal einen Daumen auf die Luftpumpe halten, wenn man da also reindrückt, dann wird es ja warm. Also ich habe hier eine große Luftpumpe, wo man diese Wärme spürt. Also wir sind im Mittelmeer und das ist der Gipfel des Stromboli beim Sonnenaufgang. Oh, wow. Und der Stromboli ist ja ein kleiner, hübscher Vulkan, der ganz, ganz regelmäßig das macht. Ja. Jetzt muss ich mich noch mal fragen, weil ich es immer vergesse. Solange es noch in der Erde drin ist, heißt es Lava oder Magma? Magma. Wenn es rauskommt, heißt es Lava. Und das, was ich mit Urknall fühlen meinte, ich stehe da und dieses Gefühl, wenn die Erde grollt und wenn diese Magma-Lava rauskommt, das ist eine Erfahrung, eine Emotion, die runter bis in deine Zellkerne geht. Ja. Also du hast wirklich das Gefühl, das fasst dich im tiefsten Inneren an. Ist das der Sternstaub, der da noch mitschwingt, aus dem ich bestehe? Ach Dirk, das ist ja zu schön. Also ich bin sicher, dass wir sowas wie eine Intuition dafür haben, dass wir in einer und vor einer Natur stehen, die größer ist, als wir es uns das überhaupt vorstellen können. Und zwar sowohl räumlich wie zeitlich. Das Räumliche wäre dann das ins Universum raus. Und das Zeitliche ist eben dieses Geschichtliche, dass wir genau merken, oh, wir stehen hier vor einer Maschine oder vor einem Phänomen. Maschine darf man ja nicht sagen. Das ist schon so alt. Der Stromboli ist ja auch schon eine Weile da. Ich habe neulich einen Meteoriten in der Hand gehalten. Der ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Ich meine, das ist einfach nur ein Stein auf den ersten Moment. Aber wenn du dann drauf guckst, denkst du, boah. Also diese Intuition haben wir auf jeden Fall. Und die hat was damit zu tun, glaube ich, dass wir als Produkt der Evolution
schon sehr, sehr, sehr lange an einem Erfahrungsprozess beteiligt sind, den das Leben auf der Erde insgesamt macht, dass es nämlich pausenlos darauf reagieren muss, wie die Umwelt sich verändert. Und dadurch, dass die Umwelt sich verändert, bleiben ja immer die übrig, in Anführungsstrichen, die sich am besten an diese Umwelt angepasst haben. Insofern ist zum Beispiel eine Ehrfurcht vor solchen Phänomenen zu haben, auch ein Schutz. Ist genau der richtige Begriff. Ehrfurcht, ja? Ist Ehrfurcht. Das, was man fühlt. Ja. Respekt. Also hier besser nicht, don't touch, nicht berühren, weil du könntest irgendwas verkehrt machen. Nur sind natürlich solche, gut, der Stromboli richtet in seiner Umgebung nichts Katastrophales an. Ne? Das habe ich da vor Ort auch erzählt, der bricht so pünktlicher aus, als die Deutsche Bahn kommt. Ja. Und macht das sehr begrenzt. Aber es gibt ja auch andere Vulkane. Denken wir mal an Yellowstone. Ja. Denken wir auch mal an den Vesuv, eben, der ja auch ein super Vulkan ist. Die warten ja drauf, förmlich in Neapel. Ja. Oder der Toba, der früher, als er ausgebrochen ist, ja fast die Menschheit mal ausgerottet hat, vor, ich weiß nicht, 72.000 Jahren. 72.000 Jahren. Ja. Können Vulkane uns auf der Erde irgendwann umbringen? Haben sie die Macht, die Kraft, die Power? Sie werden uns nicht ganz vom Planeten verschieben können, aber es gibt immer wieder solche Szenarien, dass also solche Supervulkane wie Yellowstone da drunter liegt, also ein Supervulkan, der unter Yellowstone liegt, so wie dieser Supervulkan Toba, dass die Ausbrüche so dramatisch wären, dass nur eine sehr kleine Population von Menschen übrig bleiben kann. Weil nämlich dadurch, dass eben so viel Staub in die Atmosphäre kommt, kommt es zu einem sehr starken Winterereignis, was also einer massiven Eiszeit entspräche. Das würde bedeuten, industrielle Infrastruktur würde zusammenbrechen, kulturelle Infrastruktur würde zusammenbrechen. Es werden dann Überlebenskünstler überleben, so wie damals wahrscheinlich auch die Überlebenskünstler überlebt haben. Und dann geht es wieder von vorne los. Also dass die Erde von sich aus eine so starke Veränderung hervorruft, dass praktisch das Leben insgesamt gefährdet wäre. Denn nur dann sind wir Menschen dann auch wirklich beteiligt. Das ginge dann, wenn wir einen Supervulkan hätten und zugleich eine atmosphärische Entwicklung, die dazu führt, dass wir entweder einen katastrophalen Treibhauseffekt kriegen mit Oberflächentemperaturen wie auf der Venus, sagen wir mal sowas, ein paar hundert Grad oder so. Dann würde das Leben in der Tat schwierig. Dann wird es ganz schwierig, und zwar deswegen, weil die Naturgesetzlichkeiten ganz klar sagen, was ist das Limit für ein Molekül. Also wenn wir mehr als 38 oder sagen wir mal 42 Grad Celsius Innentemperatur haben, dann zerfallen unsere Eiweißmoleküle, sind wir tot. Wenn wir auf einem Planeten leben müssen, der so heiß ist, dann wären wir weg vom Fenster. Also ich denke, die Erdgeschichte zeigt, dass der Vulkanismus zwar immer mal wieder Massenaussterbewellen verursacht, immer mal wieder, und dazu könnten natürlich auch höhere Lebewesen wie wir könnten darunter leiden, aber im Großen und Ganzen ist der Planet von sich aus nicht in der Lage, das Phänomen Leben auf seiner Oberfläche komplett zu vernichten. Als wir reingekommen sind, hast du gesagt, Natur kennt kein Gut und Böse. Wir empfinden Vulkane ja als Vulkanausbrüche, als Katastrophen. Ja. Haben die auch was Gutes? Natürlich. Ich meine, das Material, was da rauskommt, ist angereichert mit jeder Menge Mineralien. Das sieht man in jeder Region um einen Vulkan herum. Dass man eigentlich gut, bei Stromboli sieht man es jetzt nicht so sehr. Aha, aber da kann ich dir was zeigen. Ja. Mineralstoffe. Aber das fand ich gar nicht gut. Da waren wir in Indonesien. Auf einem Vulkan, der sehr viel Schwefel ausstößt, kann man ja in der gelben Farbe da leicht erkennen. Der riecht auch nicht gut. Ne? Na, das riecht wie der Eingang zur Hölle. Also ist der Vulkan natürlich auch kulturhistorisch ein bisschen der Eingang zur Hölle. Klar, das kann man auch verstehen. Ja. Und diese Arbeiter schuften da für ein paar Euro am Tag und brechen diesen Schwefel, um für Galvanisierungsprozesse und Streichhölzer den Rohstoff bereitzustellen. Das hier ist die Stelle, in der Schwefel gebrochen wird. Er tritt in Gasform aus, wird in diesen Rohren da drüben gekühlt, dadurch verflüssigt er sich und fließt hier runter. Und dann härtet er an der Luft langsam aus, es entsteht diese gelbe Schwefelschicht und die können die Arbeiter dann hier brechen. Ja. Brauchen wir Vulkane zum Beispiel, um diese seltenen Elemente an die Oberfläche zu bringen? Nein. Also zumindest nicht die wir heute abbauen. Die werden natürlich, insgesamt hat der Erdkörper ja so eine Dynamik, die eben durch diese innere Hitze, die er im Grunde genommen um den Erdkern herum gespeichert hat, diese innere Hitze treibt eben diese Konvektionsströmung im Inneren nach oben. Führt ja dann dazu, dass eben die Kontinente auch ihre Lage verändern. Also die gesamte Dynamik der Oberfläche wird ja damit erklärt, dass eben dieser innere Energietransport sich vollzieht. Und natürlich ist es das. Also der harte Kern. Es gibt einen festen Kern, dann gibt es einen flüssigen Kern, genau. Dreht sich wie ein Dynamo. Macht also Magnetfeld und so weiter. Also all das lässt sich gut verstehen. Das Spreizen der ozeanischen Becken und so weiter lässt sich alles gut verstehen. Und damit ist natürlich klar, dass die Mineralien auch irgendwo von unten nach oben gekommen sind. Insofern sind diese Konvektionsbewegungen absolut notwendig. Und die Vulkane sind ja quasi nichts anderes als so eine Randerscheinung. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Erdranderscheinung, dass eben das Material da rauskommt, weil die Öffnungen eben schwächer sind. Also ist die Konvektionsbewegung eine Voraussetzung für den Diamantenring? Zum Beispiel, ja.
Ganz also, wichtig, also für die Schmuckindustrie jetzt. Zum Beispiel, genau, diese alleine nur erstmal, die Diamanten werden in einer gewissen Tiefe gemacht, durch den Druck. Hohen Druck, weil, also wenn der Druck nicht hoch genug ist, dann gibt es eben nur Öl Kohle oder so. Und wer würde sich Kohleringe oder Kohleketten in den Hals hängen? Kann man machen, ist vielleicht, irgendwann wird die Ästhetik vielleicht mal so sein, wer weiß. Und dann muss es natürlich, müssen die Diamanten wieder nach oben gebracht werden. Das heißt, es muss Öffnungen oben geben, die dem Druck die Gelegenheit geben, sich zu entspannen. Wie bei der Luftpumpe, von der du Genau so. Ich meine, der Irrsinn ist ja, dass man wirklich lange Zeit geglaubt hat, die Erde wäre gar nicht lebendig. Dabei ist, wenn man vom physikalischen Standpunkt her, ist die Erde ein hochdynamischer Planet, dessen Oberfläche sich dauernd ändert, dadurch sich natürlich auch seine Atmosphäre verändert. Die Meeresströmungen ändern sich und das Ganze wird angetrieben durch eine innere Hitze, die Erde schon seit 4,5 Milliarden Jahren in ihrem Innern trägt. Aber jetzt habe ich ja früher diese Kinderwissensbücher alle durchgeblättert mit den tollen Zeichnungen. Ja. Und da ist die alte Erde immer als vulkanisch mega aktiv abgebildet. Ja. Also die ganze Erdoberfläche brodelte, kochte. Mhm. Jetzt ist sie ja heute schon ruhiger als, sagen wir mal, vor 4 Milliarden Jahren. Ja. Heißt das, sie wird irgendwann ganz erlöschen? Also wird die Erde irgendwann nicht mehr flüssig sein im Inneren? Wird sie ein kalter Gesteinsbrocken sein? Ja, irgendwann wird im Prinzip ja, Komma aber es dauert noch sehr lange. Das dauert einfach noch sehr lange. Die Erde hat ganz sicher am Anfang eine viel, viel höhere radioaktive Hitze gehabt. Also die radioaktiven Zerfälle waren einfach sehr intensiv. Das heißt, sie war ständig also in einem Ausmaß aktiv, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber man weiß inzwischen, dass die Oberfläche der Erde relativ schnell nach ihrer Geburt schon fest gewesen sein muss. Und es gab sogar flüssiges Wasser, ganz, ganz am Anfang. Man hat nämlich in Nordwestaustralien Zirkonkristalle gefunden. Die sind 4,4 Milliarden Jahre alt. Das ist das Älteste, was es überhaupt gibt. Also die waren direkt am Anfang da. Die waren direkt da. Das heißt, die Erde, obwohl die so einen riesen innere Hitze hatte, war die relativ schnell an der Oberfläche erkaltet. Es haben sich Wasserbecken gebildet. Diese Zirkonkristalle, die gibt es nur durch solche Abkühlvorgänge im flüssigen Wasser. Also man weiß, dass das relativ schnell gegangen ist. Aber auf der anderen Seite auch immer wieder Ereignisse, wo diese Hitze dann durch diese Kruste durchgebrochen ist und sich riesige Becken gebildet haben, zum Beispiel wo Basaltausflüsse über ganz Sibirien gegangen sind oder über Pakistan. Vor 250 Millionen Jahren gab es in Perm ein unglaubliches Massenaussterben. Warum? 95% aller Arten alles weg. Weil unter anderem eben es diese unglaubliche Vulkanismus gab, der wahrscheinlich innerhalb ganz kurzer Zeit die Atmosphäre verändert und die Meere übersäuert hat. Und das alles ist der Natur alles egal. Ja, die macht das einfach, weil sie will es wissen. Ist denn das eigentlich ungewöhnlich für einen Planeten? Also diese Konstruktion, der wir auch die Vulkane verdanken, harter Kern, dann Magma, dann so eine kleine dünne Kruste obendrauf? Ja, oder sind ja gerade wieder neue Planeten entdeckt worden, von denen man sagt, so ein bisschen erdähnlich? Ja, genau, aber ich meine, kommen wir wieder mit der Gravitation. Die Gravitation ist überall im Universum wirksam, auch bei der Entstehung von Planeten. Das heißt, wir haben einen festen, also dass wir so einen Kern haben, einen Eisen-Nickel-Kern, ist kein Wunder, das sind einfach schwere Elemente. So, das heißt, wenn sich so durch verschiedene Zusammenstöße von Gesteinsbrocken sich ein Planet bildet, dann wird gerade am Anfang, wenn noch alles flüssig ist, werden die schweren Elemente in den Mittelpunkt sinken und alles Leichtere wird immer weiter und weiter sich draußen ansetzen. Das heißt, der Aufbau der Erde ist für sogenannte erdähnliche Planeten. Und die Erde ist übrigens der am wenigsten erdähnliche Planet, weil er Wasser hat. Und das können nur Physiker sagen. Die Erde ist der am wenigsten erdähnliche Planet. Aber für erdähnliche Planeten ist dieser Aufbau praktisch normal. Für die Gasplaneten, die haben einen festen Kern, auch wahrscheinlich aus schwerem Material, umgeben von lauter Gasen. Also unsere Erde zeigt diese Art von Dynamik auch deswegen, weil sie praktisch so aufgebaut ist, wie sie nur aufgebaut sein kann. Und die Natur... Aber das Komische ist ja, dass sich diese leicht ausgehärtete Kruste, die ist ja auch nicht statisch. Plattentektonik, die einzelnen Kontinente, die schwimmen so rum. Und das sorgt ja auch immer für Ärger. Ich war vor einigen Jahren mal in Tokio in einer Versuchsanstalt für Tsunamis. Das kann ich dir mal hier zeigen. Oh, ja. Und das ist ja genau das Problem. Die Plattentektonik, die Platten verschieben sich und das kann Tsunamis auslösen. Steht dir gut so ein Helm. Ja, du siehst aber ein bisschen auch die Angst in meinem Gesicht. Ach, das läuft auf dich zu? Das läuft auf mich zu. Das ist verrückt? Also ein künstlich erzeugter Tsunami und da kommt er. Aber du gibst es dir aber auch. Ja, ja, alles im Dienste der Wissenschaft. Boah. Ich bin nicht so schlau wie du, deshalb muss ich die Sachen ausprobieren. Und das Interessante ist ja am Tsunami, und hier sieht man im Grunde die Physik eines Tsunamis, die Welle hört nicht auf. Ja, genau. Also während eine normale Welle ja einfach... Wasser. Ne? Es ist wie so ein Wassersockel und es drückt im ersten Moment gar nicht so schlimm, aber der Druck hört niemals auf und deshalb kann man nicht stehen bleiben. Ja. Also Tsunami ist auch nur eine Reaktion von Wasser
auf Bewegung, aber auf was für Bewegung? Nämlich Bewegung des ganzen Erdkörpers. Also eine Platte macht Wupp. Genau, und dann schwappt das Wasser, so wie in der Badewanne. So ist es halt. Wir leben in einer Welt, die nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Diese Naturkatastrophe im Jahr 2006, der Tsunami, können wir sowas irgendwann beherrschen? Also wir Menschen haben ja oft das Gefühl, wir verstehen immer mehr Naturgesetze, die Wissenschaft geht immer weiter. Können wir diese riesigen Erdkräfte, Vulkane, Erdbeben, Tsunamis, können wir das irgendwann beherrschen? Die Antwort ist so lange, die gebe ich dir das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Komm, lass uns. Das ist ein Wahnsinnsthema. Geh mal lieber ein Bier trinken. Ja, komm, geh mal lieber ein Bier. Weißt du, das nennt man Geoengineering.